Konnichiwa, Catties, hier ist sie wieder, eure Josie, mit einer neuen Vorschlagsfolge von Minato Namikaze, einer realen Irrsinn-Folge. Und diesmal geht es um Hubschrauber auf Mühlberg. Ja, das soll eine Hubschrauberstation auf Mühlberg. Ja, Mühlberg oder wie auch immer. Ja, schwierig, was soll ich mir darunter jetzt vorstellen? Sollen die jetzt auf einem Mühlberg Hubschrauber landen? Also wir haben hier in Frankfurt auch einen Mühlberg, das ist der Monte Scherbellino, das ist der alte Mühlberg. Weil bei uns wird großteils der Müll ja verbrannt, da wird dann Heizwärme draus gemacht. Ja, schauen wir es uns an. Was sagt ihr? Ich würde sagen, wir schauen es uns an, dann sind wir schlauer. Oder, also zumindest sind wir schlauer in Bezug auf Unsinn in Behörden. Kommt ja öfters vor. Also Wechsel. Rüber in den Live-Bereich. Weil, da seht ihr es schon. Genau. Ja, eins muss ich mal sagen, weil ich sehe jetzt gerade so die 3 Minuten angezeigt. Ich finde es immer sehr interessant, wie ich es schaffe, aus einer 3-Minuten-Folge 10, 15 Minuten Video zu machen. Ich sappel zu viel, merkt ihr was? Aber ich finde es auch schön, das ist das, was mich dazu antreibt, diese Folgen zu gucken. Weil man da so schon zu viel sagen kann und sich so viel aufregen kann. So, weiter geht's. Nein, nicht weiter geht's. Auf geht's, rein geht's. So eine üselige Müllbärsch wie der hier in Köln-Kalk wäre in andere Städte einfach nur Müll. Aber in Kölle denke de Stadtvertreter nachhaltiger und beschließe 2011 dort rup in zentrale Rettungshubschrauberstation zu bauen, ohne dort rüber lang nord zu denken. Und da liegt der Hase im Pfeffer. Die haben zu viel nachgedacht. Nein, zu wenig nachgedacht. Manchmal denken sie zu viel nach, manchmal denken sie zu wenig nach. Wie wäre es denn, wenn ihr mittelmäßig nachdenkt? So durchdacht, warum muss da jetzt ein Hubschrauber-Landeplatz für einen Rettungshubschrauber hin? Habt ihr keine anderen Möglichkeiten? Oder liegt dieser Platz sehr zentral? Falls ich irgendjemanden habe aus Köln, der das kennt, ist ja jetzt auch schon eine Weile her, 2011, wir haben jetzt 2023, also sind 12 Jahre vergangen, obwohl das ist in der Politik eine sehr kurze Zeit. Ja, wenn es diesen Platz gibt, wären für mich 2 Sachen interessant. Erstmal, ist dieser Platz wirklich gebaut worden, erstens. Und zweitens, was wichtiger wäre, liegt dieser Müllberg so zentral, dass es sinnig wäre, ihn dahin zu bauen? Bitte mal, wenn ihr das wisst, unten in die Kommentare. Danke. Was hier alles vergraben liegt, weiß niemand. Wenn die Stadt Köln den Berg kauft, dann ist sie künftig auch für die Sanierung zuständig. Das könnte sehr teuer werden. Das kann durchaus sein. Wir haben es schon mehrfach festgestellt. Manchmal werden unsinnige Käufe einfach mal teuer. Richtig teuer. Ja. Ach, was kostet Welt, nur weil man nicht weiß, was so all in dem Berg drin litt, kann man doch 2013 trotzdem schon mal anfangen zu bauen für läppische 11 Millionen Euro. Wow, 11 Millionen Euro? Und sie streiten sich jetzt darum, dass es eine Kindergrundsicherung geben soll, damit Kinder, die aus ärmeren Verhältnissen kommen, ein bisschen mehr haben. Okay, gut, ich verstehe manche Bedenken dahin, ob das wirklich bei den Kindern ankommt. Das ist wie mit dem Kindergeld. Viele Eltern denken, das Kindergeld ist für sie, damit sie dann sich was von leisten können. Nein, ist falsch. Das Kindergeld ist für die Kinder. Deswegen heißt das ja auch Kindergeld und nicht Erwachsenen- oder Elterngeld. Elterngeld gibt es auch. Das ist für die Zeit, wenn die Eltern zu Hause bleiben, um in den ersten 3 Jahren sich um ihre Kinder zu kümmern. Das ist Elterngeld. Aber das Kindergeld ist für die Kinder, um denen Dinge zu kaufen, die sie brauchen. Ich weiß, mit dem, was man heute so kriegt, kann man viel, aber nicht Kinder versorgen, aber dafür ist es gedacht. So, 2011 war die Überlegung, 2013 haben sie angefangen zu bauen. Also sind schon mal 2 Jahre weg. Und das für 11 Millionen. Naja, gut. In Gölle sind sie all die Jahr begeistert von der Idee. Die Hubschrauberstation lehnen wir natürlich ab, wie eh und je. Wir halten sie auch in der Lage für einen Irrsinn, wie eh und je. Nach unserem. Ja, das ist klar. Also ich gehe mal davon raus, dass die Lage so dämlich ist, dass es unsinnig wäre, da eine Hubschrauberstation hinzubauen.
Ja, da wollte sich mal wieder irgendein Politiker profilieren. Von Informationen ist dieser Berg so instabil, dass man nicht davon ausgehen kann, dass er sich für eine solche Station eignet. Man bedenke ja immerhin mal, ein Hubschrauber, nur ein Hubschrauber, jetzt nur mal den Hubschrauber gesehen, ja, der wiegt ja so ein bisschen was. Ja, und wenn der Berg, Müllberg, Müll hat so an sich, dass da Teile drinne verrotten und dann natürlich, ja, früher war der Berg dann so und dann ein paar Jahre später ist er so und noch ein paar Jahre später so und wenn dann was drauf landet, dann war das so und dann ist weg. Ja, so kann es gehen. Und wenn man da noch eine Station dazu baut, das ist ja auch was, also das muss planiert werden, da muss dann Beton drauf, dann Gebäude dazu, das muss ja auch irgendwo gewartet werden und alles und die Sachen müssen untergebracht werden und Benzin und, nee, definitiv nee. Man muss sich das so vorstellen, darunter liegende Kalkmasse ist wie ein wabbernder Pudding. Von welchem Pudding er tät noch immer Jote, Junge. Ja, genau. Mal gucken, wie lange. Mir schwadet Schreckliches. Ganz Schreckliches. Wo soll der Rettungshubschrauber denn noch Sünds hin? Noch mehr heim zum Unfallkrankenhaus etwa? Ja, da wäre er praktisch, weil da werde er ja auch gebraucht werden. Ich hab's geahnt. Oder gar noch am Flughafen Köln-Bonn? Ja! Das ist doch all nicht so praktisch wie eine alle schwabbelige Mülldeponie. Doch, es ist praktisch, aber es wäre ja auch zu schön, wenn man darüber nachdenken würde, dass sowas gar unsinnig ist, weil dann würde uns diese schöne Folge flöten gehen. Ever, et güt wie güt im Sommer 2015. Das Gebäude sinkt ab seit Mai schon um stattliche 12 cm. Hab ich nicht gesagt? Ich find's geil. Vor allem 2011 geplant, 2013 angefangen, 2015 fängt das Gebäude an abzusinken. Ein Schelm, wer Böses denkt. Und es geht weiter bergab. Hier sollte eigentlich eine Tür eingebaut werden, doch die passt längst nicht mehr. So stark hat sich das Gebäude in diesem Teil verzogen. Ja, klar, weil das unterschiedlich absinkt, weil man hat ja nicht nachgeguckt, was unten drunter ist. Wie dumm kann man sein? Wie dumm? Also die Baufirma, die das gebaut hat, oder der Architekt, der das geplant hat, und die Gutachter, die darauf gesprochen haben, dass das da passt, Alle feuern und auf die letzte Unterhose verklagen. Oh, wie geht das dann? Vor dem Bau der Hubschrauberstation auf dem Kölner Kalkberg ist der Baugrund offenbar nicht ausreichend untersucht worden. Nee, das ist ja wohl. Wie kann man sowas auch vergessen? Das ist ja echt unmöglich. Unmöglich. Eva, hinterher. Ein von der Stadt Köln beauftragter Gutachter hat festgestellt, dass es im Untergrund Kalkablagerungen gibt, die offenbar nicht stabil genug sind, um das Gebäude zu tragen. Ah, okay, Moment mal. Also der Gutachter hat herausgefunden, es passt nicht. Und trotzdem haben sie da gebaut. Okay, Gutachter nicht feuern. Gutachter zurück. Denjenigen feuern, der den Bau, die Baugenehmigung dafür erteilt hat, trotz dieser Bedenken. Feuern, hochkant. Weil das ist garantiert kein Politiker, der gewählt worden ist, sondern irgendein Mitarbeiter im Bauamt, der gesagt hat, das muss da gebaut werden. Ist mir scheißegal, ob das passt. Stempel drauf, fertig. Eva, das hätte die Stadt ja vorher auch nicht ahnen können, dass so eine Müllbärsch so eine Bau nicht dreht. Und man hätte ja zum Lärmschutz noch extra Erd aufgeschüttet. Das ist schön, dass da Erde aufgeschüttet worden ist. Und die hat man dann vergessen zu verdichten, oder wie? Spätestens dann hätte man festgestellt, dass das nicht funktioniert, weil die Verdichtung hätte nicht funktioniert. Jetzt muss die Erde wieder abgetragen werden. Die Kosten für das Projekt steigen damit laut Stadt um weitere 6 bis 7 Millionen Euro. Am Ende könnte die Hubschrauberstation deutlich mehr als 20 Millionen Euro kosten. Also 11 Millionen haben wir am Anfang reingebuddelt. Jetzt kommen wir nochmal 6 bis 7 Millionen dazu. Dann sind wir bei 17 bis 18 Millionen. Und wo kommen die anderen 2 Millionen her? Also das ist viel zu viel. Völliger Unsinn. Lass das. Ey, das sind solche Steuergeldverschwendungen. Das ist unmöglich.
Hingerher ist man immer schlauer, selbst in Gölle, und verhängt Ende 2015 einen Baustopp für den Kalkberg. Und im Sommer 2020, gönne Russ. Die Rettungshubschrauber sollen dauerhaft am Flughafen Köln-Bonn stationiert werden. No. Ja, gut, okay. Warten wir noch auf den letzten Rest, dann sage ich was dazu. Also doch Rettungshubschrauber oben im Flughafen. War eine Idee. Und was ist jetzt mit dem Kalkberg? Bis heute wurden hier mehr als 30 Millionen Euro Steuergeld vergraben. Das ist ein Haufen Geld. Ob einem Haufen Müll. Nochmal 10 Millionen extra, also, und wenn die da vergraben sind, hey, ich wollte vielleicht mal hinfahren und ausbuddeln. Nein, natürlich nicht, Spaß. Schade, hört jetzt auf, nicht, dass ihr jetzt da hinfahren und das ausbuddeln wollt. So, aber dass am Ende die Hubschrauber doch an den Flughafen gekommen sind, wer hätte es auch gedacht, dass es da besser gepasst hätte? Vor allem, weil da auch die ganze Infrastruktur schon vorhanden gewesen ist. Komisch, wie kann man das nur vergessen haben im Vorfeld? Und ja, nicht überall, wo man bauen kann, sollte man bauen. Nicht überall, wo man gedenkt, dass es gut ist, sollte man sowas hinmachen. Und wenn ich das jetzt so sehe, also hier vorne den Müllberg und da hinten die Stadt Köln, die sich ja weiterzieht, ich denke mal, das war keine gute Idee und wäre auch von Anfang an keine gute Idee gewesen. Aber gut, okay. Ich fand's toll, man konnte sich wieder toll aufbringen mit dieser unsinnigen Steuergeldverschwendung. Dankeschön, Minato Namikaze, für deinen Vorschlag. Und ja, wenn ihr auch mal was habt, was ihr denkt, das könnte sich eignen zum Reacten, dann unten in die Kommentare. Da passt dann auch rein, wenn ihr Lob habt, weil euch was toll gefallen hat bei dem Reacten. Oder ihr Kritik habt und sagt, nee, das könntest du eventuell ein bisschen anders machen. Ich hätte da einen Vorschlag. Wenn ihr sonst was loswerden wollt, passt auch alles unten in die React-Folge. Dann in der Videobeschreibung habt ihr die Verlinkung zu dem Originalvideo. Da könnt ihr mal draufklicken und dann das Video euch angucken, ohne dass ich was dazu sage, wenn ihr das denn wollt. Und wenn ihr mal live dabei sein wollt, in den Beschreibungen ist auch der Link zum Twitch-Kanal. Genau, der ist auch jetzt mittlerweile aktualisiert. Das sollte also klappen. Genau. Gut, ja. Und wenn ihr mir sonst irgendwie zeigen wollt, dass euch das gefallen hat, oder ihr sagt, ein Abo ist schön, gebe ich ihr, kostet mich ja nichts auf YouTube, oder ich will nicht verpassen, wenn was Neues kommt, deswegen aktiviere ich das Glöckchen, da ist es jetzt eingeblendet, genau. Gut, ein Like gibt es von mir natürlich auch, Abo habe ich schon, und ja, was bleibt mir sonst noch zu sagen? Achso, ja, falls ihr Vorschläge habt, und dies bezieht sich auf, Musikvideos. Ist nicht. Musikvideos darf ich nicht. Ist von den großen Publishern grundsätzlich verboten. Würde ich Probleme kriegen. Deswegen, Musikvideos könnt ihr gleich von vorne weglassen. Die werden bei mir gleich gar nicht erst aufgenommen. Genau. Gut. Aber das war's jetzt schon. Ich sag euch Tschüss. Eure Josie.